Im heutigen Video möchte ich euch erzählen, wie ihr von der immateriellen Welt Geschenke erhält. Und zwar geht es mir da nicht um dieses Materialisieren, da gelten meines Erachtens andere Regeln. Warum ich kein Fan vom Materialisieren bin, ist, lasse ich mir von der göttlichen Ebene den Weg zeigen und die Geschenke geben, dann bin ich im göttlichen Willen und die hohe Seele. Dass die hohe eigene Seele und die göttliche Welt weiß am besten, was du willst. Wenn ich aus dem Ego heraus handle, könnte ich mich, mir wurde da mal ein Bild gezeigt, ich weiß nicht, ob ich das übersetzen kann, das ist wie, wenn man sich außerhalb der Matrix bewegt, so, ja, wenn du das Ego entscheiden lässt, kannst du dir natürlich alles Mögliche materialisieren, wenn du gut genug bist. Aber es kann sein, dass das deine Seele unglücklich macht und dass du an einem ganz anderen Ort hättest sein sollen, wo du hingekommen wärst, hättest du mit der göttlichen Welt das gemacht und nicht aus deinem Ego heraus. Deswegen bin ich kein großer Fan vom Materialisieren. Allerdings, wenn dir das aus der Intuition heraus, wenn du aus der Intuition heraus materialisierst, dann wird es richtig sein, dann machst du es in Verbindung mit dem höheren Selbst. Und da ist es ganz einfach, man materialisiert immer in der Gegenwart. Also wie gesagt, ich mache das eigentlich nicht. Also ich mache das überhaupt nicht. Also wenn man materialisiert, dann materialisiert man in der Gegenwart. Also, na doch, es ist gar nicht blöde, das manchmal zu verwenden. Wenn man im göttlichen, wenn man weiß, dass man im göttlichen Willen handelt. Alle Menschen arbeiten, alle Menschen leben aus der Herzstärke heraus, ist zum Beispiel eine Materialisierung, die ganz viel Sinn macht. Also man materialisiert in der Gegenwart, als wäre es jetzt schon eingetroffen. In Dankbarkeit. Genau. Und wie ich sozusagen da hingekommen bin, mir von der Mutter oder von den Engeln Geschenke geben zu lassen. Das war einfach in der Anfangszeit, als das noch so neu war, dass es Gott gibt und Mutter gibt und die Engel gibt, der Beweis, den man in Händen hält. Das Gesprochene ins Immaterielle und dann das Ergebnis des Materiellen. Und ich habe gestern Abend auf dem Weg zum Yogananda Center wieder ein Geschenk meines Erachtens der Mutter erhalten. Ein Kleid, das mir ausgezeichnet passt und so ein Ibiza-Style ist oder Goa oder so. Typisch hochwertig. Und ja, und da sind mir einfach die Sachen nochmal so in Erinnerung gekommen, wie das so die letzten Jahre war. Und dass das eben, dass ich wie am Anfang mit der Mutter war, wie ein kleines Vögelchen im Nest, das beständig geschrien hat: Mutter, Wunder, 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 bist du da, bist du da, bist du da, Wunder, ich brauche wieder Wunder. Und dann, ja, und vor 2 Jahren zum Beispiel war das so, da hatte ich, oder 3 Jahren, da war das erste Mal, dass ich Probleme mit der Steuer hatte. Und ich konnte mir wirklich gar nichts leisten, also ich konnte mir wirklich keine Kleider leisten. Und ich habe Schuhe gebraucht. Und dann habe ich gesagt: Mutter, ich brauche Schuhe. Und dann musste ich mein Auto zur Reparatur bringen. Ich war verkatert und habe mir dann gedacht: So, boah, ich fahre jetzt echt beim Taxi zurück, die 15 Euro, die gehen schon. Und dann merke ich, wie es im Hintergrund die immaterielle Welt, wie, ja, extrem aufgeregt: Nein, schreit so. Und ich verabschiede mich, zahle alles, gehe raus. In dem Moment fährt die Trambahn rein, da steht Sendlinger Tor. Ich wusste nicht, dass es diese Verbindung gibt. Und ich hechte rein, steige am Sendlinger Tor aus, gehe die Straße entlang und da sind riesen Bergetaschen. Und dann ist da ein Mann und er sagt: Schau ruhig rein. Und ich liebe dieses Reinkruschen und Schauen von den Sachen. Und die Frau hat Geld, die hier auszieht. Und auf jeden Fall waren dann die Schuhe in Größe 37 umgetragen, im Wert von 300 Euro. Und das ist eben das, wenn mir Mutter Dinge schenkt, dann sind das immer hochwertigste Markenklamotten, Vintage oder indische Sachen.
Und es war dann, also es war ein Riesenkonvolut an Kaschmir, an, ach, alles Mögliche, sogar Silberschmuck. Das war die Zeit, wo wir gedacht haben, wir müssen uns unbedingt preppern und Silber anhäufen als Krisenwährung. Und dann saß ich so in meinem Bett und hatte diese ganzen Schätze um mich ausgebreitet, konnte es kaum glauben. Und dann das Schönste ist diese Demut, die man dann im Herzen hat, diese überwältigende Freude und Demut. Ja, oder einmal bin ich zum Yogananda Center gegangen. Na gut, lassen wir die Geschichte aus. Ich habe dann später erfahren, warum das so gut funktioniert bei mir. Und das ist der Trick, den ich euch gebe. Es ist natürlich eigentlich eine Unmöglichkeit, mit der immateriellen Welt mit Tricks zu arbeiten. Das macht man eigentlich nicht, denn man ist ja aufrichtig. Und der Trick dabei ist, aus dem kindlich reinen Herzen die Mutter zu bitten, dann kann sie nicht Nein sagen, sagt Yogananda. Und als kleine Anmerkung noch, dass wir mit einem Trick arbeiten, sozusagen, wenn wir das aus dem kindlichen Herzen heraus uns an Mutter wenden und wünschen. Das Ding ist, du kannst das kindliche Herz nicht faken. Also, du kannst das Gefühl des kindlichen Herzens, kindlichen Bittens, diese Frequenz musst du erreichen. Und von daher ist es kein richtiges Fake, aber es ist, ich denke nie darüber nach, ich muss jetzt ein kindliches Herzen in diese Energie jetzt hineingehen, um mich an Mutter zu wenden. Das ist natürlich klar. Also das, ja, es ist nicht zu faken, wenn du es nicht spürst. Es ist allerdings nicht ganz richtig, denn bei mir reicht oft schon einfach nur ein Gedanke, wie zum Beispiel, ich würde jetzt eigentlich gerne mal Sprossen ziehen. Und dann, es ist wirklich an einem Samstag passiert. Ich merke die immaterielle Welt, meine Engel sage ich dazu, denn ich weiß nicht genau, was ich da wahrnehme. So, raus, raus, Jara, raus, raus, raus. Okay, na gut, raus. Dann stehst du vor der Tür, du weißt, die haben dir irgendwo ein Geschenk deponiert, du weißt nicht wo. Ich meine, das Viertel ist groß, das hat viele verschiedene Straßen, da musst du nachdenken, wo ist es denn jetzt? Und dann so, was wäre der normale Weg, den ich jetzt gehen würde? Zum Bioladen, okay, zum Bioladen. Und dann findet man da das Geschenk und. Ja, sehr lustig war auch, da bin ich zum Yogananda Center gegangen, habe auf dem Weg dorthin eine Küchenmaschine von WMF, also sehr hochwertig, gefunden und dachte im ersten Moment, das muss ein Entsafter sein. Ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten Entsafter. Und das war aber das ist ein wundervolles Gerät. Ich bin so dankbar, dass ich das habe. Das ist für Rohkostsalate und Aufläufe, macht alles schön klein. Und auf jeden Fall bin ich nach Hause gegangen und das war eben die Phase, in der es wirklich eine fürchterliche Liebesgeschichte gab, die mich wirklich sehr hat leiden lassen. Und dann bin ich, weiß ich noch, bin ich am Regal entlang und habe gesagt, Mutter, wenn das mit der Liebe nicht klappt, dann wieder Dinge. Und dann gehe ich am nächsten Tag zum Friedhof. Und Friedhof hört sich so an. Das ist ein Wunder, das ist der Südfriedhof. Das ist ein alter, verwitterter mit ganz vielen Bäumen und Vögeln und Wildkräutern und Bänken. Und auf jeden Fall ist da natürlich der Entsafter. Ja, genau. Also, es ist ein wunderschönes Spiel, wenn ihr noch nicht so viele Erlebnisse habt mit der göttlichen Welt. Beginnt mit der Mutter. Nochmal ein Exkurs zu, warum es so vorteilhaft ist, sich an die Mutter zu wenden. Das war aus der letzten Lesung im Yogananda-Gottesdienst. Und da geht es eben darum, wir alle haben einen Berg von Karma auf uns. Jeglicher Gedanke, der nicht liebend ist, ganz abgesehen von unseren Handlungen, Taten, von unserer Speise. Also wir haben einen Berg von Karma und das karmische Gesetz ist unerbittlich, wenn man nicht
sich an Mutter wendet. Ihr könnt euch die göttliche Mutter wie die perfekte Mutter vorstellen. Gott könnt ihr euch insgesamt vorstellen in der sozialen Beziehung als den wahren, liebenden, schüchternen Geliebten oder die warme, gebende, nährende Mutter. Wenn ihr soweit seid, wird sich die göttliche Mutter euch aus den Augen eurer Mitmenschen zeigen. Und uns wurde im letzten Gottesdienst stark angeraten, uns direkt an die göttliche Mutter ein wenig mehr zu wenden, damit sie uns karmische Schuld aufhebt. Und ich denke, das ist eine ziemlich gute Sache, weil das ist ziemlich hart, dieses Karma. Es ist eben die nährende Mutter. Also ihr kennt alle die Mütter, jeder kennt diese Mutterenergie, die nachgiebig, die sanft, die warm, die weich ist und den Dreck schnell wegmacht. bei mir ist es Maria in erster Linie. Und natürlich hat sich das Bild erweitert in die göttliche Mutter. Für mich war sie immer die Repräsentantin der göttlichen Mutter, noch bevor ich viel darüber wusste. Beginnt euch mit Mutter zu befreunden und spielt das Spiel.